ich melde mich dann doch nochmal. Erstens habe ich entdeckt, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Ich ziele nämlich zu hoch, deswegen treffe ich auch ständig nur das Segel. Jetzt habe ich wieder hier eine Mission, da kriege ich sogar Hilfe von William Wales. Und das gegnerische Schiff ist auch verglichen mit dem anderen wesentlich kleiner. Und jetzt bewegt sich auch mal der Zustandsbalken von dem anderen Schiff, und zwar rapide nach unten. Und jetzt nehme ich euch einfach mal mit, denn ich glaube, jetzt kriegen wir ihn auch kaputt. So nah möchte ich eigentlich nicht an dir fahren. Dankeschön. Na okay, dann gibt es jetzt mal so eine richtig schöne Breitseite. Allerdings gegenseitig. Ja, und da zuppelt jetzt auch der Balken weg. Tatsächlich, wenn ich ein bisschen tiefer ziele, dann ziele ich auch logischerweise auf den Körper des Schiffes und nicht mehr auf die Segel. Dann kommen wir auch voran. Ich bin aber halt auch ein bisschen dämlich, aber naja. Dafür spiele ich das ja auch. Ich möchte ja lernen und das ist die Hauptsache. Ich hoffe nur, ich bin jetzt nicht zu euphorisch. Denn wir fahren hier gerade in einer ganz, ganz gefährlichen Situation. Hier so nebeneinander. Wir schießen jetzt quasi uns abwechselnd ab. Und gucken, wer der Stärkere ist. Ich hoffe, dass der andere auch noch ein bisschen mitmacht. Sonst drehe ich nämlich gleich mal bei. Das ist mir nämlich sonst zu gefährlich. Ja, aber Zustandsbalken geht nach unten und mein Zustandsbalken ist länger. Das ist ja die Hauptsache. Wo ist er denn? Ich glaube, das ist so einer von der Sorte, der noch zuguckt oder der überlegt sich selbst noch, wie es geht. Man weiß das ja hier nie, denn Erfahrene gibt es hier wahrscheinlich eher weniger. Die meisten sind genauso blutige, blöde Anfänger wie ich. Und ich kann das ja sagen, denn ich habe mich auch wirklich zu blöd angestellt. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier gegen den Wind hänge und ja, manövrierunfähig bin. Da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen beidrehen. Aber meine Leute, die sind ja hier schwer am Schuften. Und dann konnten wir ihm gleich noch den nächsten Treffer verpassen. Und die eine Seite, die sieht jetzt schon ganz, ganz böse aus. Und unsere dagegen ist noch richtig schön. So gefällt mir das. Aua, hey. Okay, der andere schießt jetzt, glaube ich, auch mit. Jedenfalls kriegt er jetzt noch mehr Schaden. Und ja, ich weiß, dass ich getroffen werde und dass ich momentan nicht fahre. Beziehungsweise mich nicht fortbewege. Ist aber egal, glaube ich, denn jetzt kriegen wir das auch so hin. Wir zielen jetzt mal gut. Und versuchen einfach mal eine schnelle Wende. Vielleicht ist ja auch dann wieder Wind da. Denn so möchte ich mich jetzt hier eigentlich nicht auf dem Präsentierteller zeigen. Das wäre, glaube ich, auf Dauer nicht so günstig. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt entern möchte oder rammen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Leute sind ziemlich unerschrocken. Aha, der andere segelt um mich rum. Auch toll. Steuerung ist noch ein bisschen schwierig, also für mich. Aber wir drehen jetzt mal weiter bei. Nur irgendwie will er nicht. Dann gehen wir mal aus diesem Gefechtsmodus mal raus und gucken, was das Problem ist. Offensichtlich der Wind steht schlecht. Na, das kann eine Weile dauern. Auf jeden Fall knarzt es und gorkst, aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ja, 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 Stück noch, Stück noch. Okay, dann gehen wir wieder an die Kanonen. Nicht den grünen, das ist unserer. Wehe, der fährt mir jetzt schon wieder vor dem Bug. Naja. So, jetzt haben wir uns aber auch lang genug ausgeruht. Jetzt können wir wieder ein bisschen rumschießen. Gut, auf die Entfernung ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, da vernünftige Treffer zu setzen. Schade, wir waren nicht gerade so gut in Position. Dann kam dieser Stillstand dazwischen. Aber okay, das war auch mit meiner Schuld.
Jetzt sollten wir doch mal aber mal gleich haben. Der hat doch kaum noch was. Verdammt nochmal. Na komm. Eieieiei. Das wollen wir aber nicht haben. Ich glaube auch, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir auch eine Kanone verloren. Das wäre blöd. Ja, tatsächlich. Aber zu zweit sollten wir jetzt doch tatsächlich mal so langsam da niederkriegen. Ja, das war ein guter Treffer, den er gesetzt hat. Wenn ich jetzt auch noch einen setze, dann sollte dieser komische Pirat doch langsam mal Geschichte sein. Wir hängen sowieso wieder hier fest. Nein, er braucht tatsächlich noch einen Treffer. Der will mich doch schon wieder rammen, oder? Habe ich schon erwähnt, dass ich immer noch nicht weiß, ob es Friendly Fire gibt oder nicht. Das wäre mal sehr interessant. Was hat er da jetzt vor? Ob er sich hinter uns setzen möchte, man weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, das kann er vergessen in seinem Zustand. Beziehungsweise drehe ich schneller als er. Das heißt, er ist auch gleich wieder bei uns in unter Reichweite der Kanonen, wenn gleich auch die Wellen wieder gerade so komisch darum wellen. Die Wellen. Ja, so ein bisschen schneller könnte das Ganze schon gehen für meinen Geschmack. Also, ich meine, der ist jetzt kaputt, der hat eigentlich überhaupt keine Chance mehr. Wir sind sowieso zu zweit, der könnte auch gleich freiwillig untergehen, wie die Piraten, die ihr vielleicht aus Asterix kennt, die machen das ja auch immer gerne. Stattdessen bin ich jetzt so weit weg, dass ich schon wieder nur noch seine Segel treffe, was mich jetzt irgendwie nicht so weiterbringt, denn ja, der ist schon so kaputt. Hat auch schon, ich glaube, 20 Leute von seiner Crew verloren. Das heißt, er hat wirklich keine Chance mehr. Aber die Chance, die er nicht hat, die nutzt er, wie man so schön sagt. So, jetzt habe ich ihn mal wieder am Korpus des Bootes getroffen. Das bedeutet, jetzt sollte er doch wirklich langsam auf der einen Seite komplett kaputt sein. Und dann hängen wir schon wieder hier in der Windstille, in der Flaute drin. Aber egal, wir haben noch genau gezielt, dass wir ihn wieder treffen. Wellen stehen, glaube ich, auch gut. Naja, so kann man sich auch mal verrechnet haben. Der hat auch zum Glück nur 4 Kanonen, das macht die Sache ein bisschen einfacher. So, jetzt lassen wir unseren Kumpel mal wieder eine Runde schießen. Der hat irgendwie noch so gar nichts abbekommen, auch schön. Immer auf mich. Naja. Jetzt aber, komm. So, jetzt müsste er Leck geschlagen haben und alles. Das heißt, es kann sich jetzt nur noch um Sekunden handeln und dann liegt er am Grunde des Ozeans. Also ist jedenfalls meine Vorstellung. Trotzdem schießen wir noch ein bisschen drauf. Ein bisschen nachhelfen kann ja auch nie schaden. Also. Ich wollte schon sagen, er kann sich auch nicht mehr wehren, aber er hat tatsächlich noch einmal geschossen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Hör mal auf mit dem Mist. Also theoretisch ist er überall kaputt. Weigert sich aber beständig zu sinken. Ob das so sein muss? Gute Frage.
Vielleicht interpretiere ich ja nur diese Anzeige falsch. Das kann natürlich auch gut sein. Ich glaube auf jeden Fall, wir haben es dann doch in eine zweite Folge geschafft, denn das war jetzt bestimmt nicht eine ganze Folge. Naja. Also ihr seht schon, das Ganze ist dann doch ein bisschen Zeitraubing. Aber noch kann ich damit leben, denn Early Access, ja, da muss man auch mal ein bisschen Geduld aufbringen. Das wird bestimmt noch ein bisschen verbessert, denn so kann das ja nun nicht bleiben. Also kann nicht sein, dass man stundenlang braucht, um hier ein halb kaputtes Schiff niederzumachen. Das wäre dann doch selbst mir ein bisschen zu hart. Also ja, machen wir noch ein bisschen Segel kaputt. Alles zusammen. Aber er wehrt sich noch, das finde ich ja so süß. Wahrscheinlich kriegt er uns doch noch nieder, also dann schreie ich aber laut ins Mikro. Immer wenn ich denke, er sinkt, dann ist es nur eine doofe Welle. Auch irgendwie gemein. Sink. Du Schurke. So, ich glaube, jetzt haben wir den geilen Fehler gemacht, von dem ich erzählt habe. Nämlich in die Welle geschossen. Macht er aber auch. Soll mir ja nur recht sein. Das sieht doch fast aus, als würde der jetzt untergehen, oder? Da täusche ich mich schon wieder. Ja, ich täusche mich, ich merke es doch. Ah, das sah gut aus. Da ist doch was runtergefallen. So, jetzt sind wir zusammengestoßen mit dem anderen. Ist mir jetzt aber auch kackegal, ganz ehrlich. Man muss es ja auch mal aussprechen, auch wenn es jetzt ein bisschen unflätig war. Aber ich würde das Ganze jetzt hier gerne mal hinter mich bringen. Jetzt ist die Battle, sage ich schon. Jetzt ist die Schlacht auch over, jetzt haben wir gewonnen. Hoffentlich kriege ich jetzt keine bösen Nachrichten von dem anderen. Ach nee, der hat sich schon rausteleportiert, das ist okay. Schiff ist gesunken, wir nicht. So möchte ich das haben. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt für diesen Aufwand hier bekommen haben. Are you sure? Natürlich bin ich sure, aber sowas von. Die versprochenen 2000 Gold und die 50 XP. Ja, Schäden haben wir auch genommen, diesmal tatsächlich. Hier können wir auch ein bisschen Details uns angucken. Das war ein Lynx, würde ich mal behaupten. Und da haben wir jetzt noch so, ja, XP bekommen für den Gesamtschaden, den wir angerichtet haben. XP bekommen dafür, dass wir einen umgebracht, dass wir doch einen versenkt haben. Dafür, dass wir 15 der Crew gekillt haben. Friendly Damage gibt es also auch, sehe ich hier gerade. Da gibt es sogar minus XP für. Okay. Okay. Na gut. Also habt ihr doch noch eine erfolgreiche Schlacht gesehen, das ist doch schön. Und ich schippe jetzt mal in den nächsten Hafen und sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns wieder.